Am Sonntag haben sich schwarz gekleidete Neofaschisten anlässlich des 79. Todestages des italienischen Diktators Benito Mussolini in Dongo am Comasee versammelt. Dort wurde Mussolini festgenommen, bevor er am 28. April 1945 vom italienischen Widerstand in dem Dorf Giulino de' Mezzegra hingerichtet wurde. Seine Anhänger hoben ihre Arme zum römischen Gruß und legten 15 Rosen in den See, in Erinnerung an die Minister und Beamten der Mussolini-Regierung, die dort hingerichtet wurden. Am selben Tag kündigte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf einer Konferenz ihrer rechten Partei Fratelli d'Italia an, dass sie bei den Europawahlen kandidieren werde. Fratelli d'Italia hat seine Wurzeln in der italienischen Sozialbewegung, die 1946 von einem Stabschef der letzten Mussolini-Regierung gegründet wurde.